herzlich willkommen. Du bist hier im zweiten Kurs im Thema Menschen führen und Menschen helfen. Das ist der Upgrade-Kurs zu dem Menschen verstehen oder sich selber verstehen und Kommunikationstechniken. Das heißt, was wird dich hier erwarten? Im Bereich Menschen verstehen oder Kommunikationstechniken bringe ich dir die Basics bei. Einfach erstmal zu verstehen, warum ist die Welt für jemand anderes anders als für mich? Einfach erstmal, warum ist das so? Warum, wie filtern wir die Welt? Wie sehen wir das? Warum hat jemand vielleicht eher eine negative Einstellung? Warum hat jemand eine positive Einstellung? Kann man da was dran machen? Ne? Auch Ethikübungen sind dabei und grundsätzlich Mediations- und Kommunikationstechniken, um zu verstehen, wenn ich jetzt wirklich von oben herab mit der Person rede, warum eskaliert das denn sofort? Und dieser Kurs ist ein Upgrade dazu. Das heißt, der baut auf dem Wissen von dem anderen Kurs auf. Und hier gehen wir auch nochmal ganz klar darauf ein, wer bist du denn eigentlich? Also du hast ja ein Selbstbild von dir, welche Glaubenssätze, welche Werte hast du, welches Selbstbild hast du? Ne? Aber ich will nicht immer auf Glaubenssätzen und Werten rumreiten, das tun ja irgendwie alle. Ne? Aber es ist halt so. Ne? Was für ein Selbstbild hast du? Und ist das auch korrekt? Stimmt das? Es gibt diverse Möglichkeiten, eine Persönlichkeit auszuwerten. Ne? Schubladendenken ist ja auch nicht gut, aber es hilft halt ein bisschen. Das heißt, siehst du dich richtig? Ne? Also um dich da einzuschätzen. Und wie sehen andere dich? Und dann einfach zu schauen, was fehlt dir vielleicht? Ne? Einfach um dich selbst zu verstehen. Und wenn du dich selber verstehst, verstehst du auch eventuell andere ein bisschen besser. Dieses Seminar hilft aber auch, wenn du, ich sag mal, also wenn du Probleme hast oder auch Mitarbeiter Probleme hast. Also wenn du dir selber helfen kannst, also nein, wenn du im Brunnen liegst, solltest du dich erstmal auch selber aus dem Brunnen rausholen, bevor du an anderen Leute denkst, die in einem anderen Brunnen sind. Ja, das heißt, dieser Kurs zeigt dir diverse Techniken, wie du ja Probleme bei dir selber erkennst und daran arbeiten kannst. Oder eher sagst, okay, es sind keine Probleme, es ist eine Herausforderung. Ne? Das ist ein bisschen positiver. Und auch dort gibt es ja Formate, nennt sich aus dem Bereich Psychotherapie zum Beispiel oder Coaching, Formate, wo du einfach darüber nachdenken kannst, ist was in der Vergangenheit passiert zum Beispiel, womit ich heute noch irgendwie nicht klarkomme. Also ich muss heute einen Weg dazu finden, einfach das mal für mich zu verarbeiten oder auch einfach mal dem anderen einen Rahmen, dem anderen Rahmen ge zu geben, ne, einfach eine andere Sicht auf diese Dinge zu haben. Oder auch, wenn du ein Gründungsvorhaben hast, dann bist du vielleicht hin und her gerissen. Ne? Ja, eigentlich würde ich es gerne machen, aber die Sicherheit. Und dann gibt es dann Formate, dann einfach zu überlegen, wohin tendierst du denn? Ne, weil wenn du in diesem Problem bist, dann siehst du ja vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Nennt sich Problemtrance. Also bist da wirklich drin und du siehst einfach nicht vor, nicht zurück. Und diese Techniken helfen dir einfach nochmal, das aus dem Thema rauszugehen, mal von außen drauf zu schauen, mal einfach zu überlegen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ne? Und wenn du dir selber helfen kannst, kannst du auch, wenn du Führungskraft wirst, natürlich auch anderen helfen. Thema psychische Erkrankungen werden wir auch ein bisschen beleuchten. Also es ist ein sehr interessantes Seminar, was aber auch physisches Lernen voraussetzt. Also das heißt, es ist extrem umfangreich, wie alle unsere elektronischen Kurse, Essenzwissen. Das heißt, du wirst bombardiert von mir ohne Ende, wirklich viel. Und meine Bitte an dich ist, notiere dir wirklich die Sachen, die für dich interessant sind. Das heißt, du musst das wirklich üben. Fragetechniken, um an ein Problem zu kommen, die musst du üben. Und da kann ich dir nur empfehlen, der Kurs ist ja zugänglich für dich, einfach Stück für Stück in der Realität. Entweder an dir oder an anderen einfach mal auszuprobieren. Und dann wirst du sehen, die Sachen funktionieren. Also zum großen Teil. Manche Sachen funktionieren für den einen besser als für den anderen. Aber du sollst die Sachen dir rausnehmen aus diesem Seminar, die dir helfen und eventuell auch anderen helfen können. Deswegen, ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß. Und wie immer, ich bin am Reden, am Reden, am Reden und vergiss natürlich eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob wir uns kennen oder, ja, oder ob wir uns noch kennenlernen, aber ein Florian ist vollkommen ausreichend. Mein Name ist Florian Wey. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma L&W, nun im 14. Jahr. Ich werde jetzt nicht groß vorlesen, wer wir sind und was wir machen. Das kann jeder auf der Homepage lesen. Mir ist immer wichtig zu sagen, warum machen wir das, was wir machen im Bereich HR, Personalentwicklung oder auch Organisationsentwicklung der AVIVA. Ja, weil der Mensch der wichtigste Erfolgsfaktor in einer erfolgreichen Unternehmung ist und das Arbeiten mit Menschen wirklich Spaß macht. Hast du dort Fragen? Frag uns einfach und ansonsten starten wir jetzt.